Das nachfolgende Video ist unterstützt durch eine Produktplatzierung zweier Rasierer des Herstellers Gillette des Modells 1.8. Viel Spaß! Hä? Was? Hiroko genannt, schafft es, einen unfassbaren Sword Skill in der 1.8 an den Tag zu legen. Das ist auf jeden Fall die höchste Bewertung, die in der 1.8 jemals vergeben wurde. Subtechnisch jedoch ist das noch verbesserungswürdig. Es ist natürlich wahrscheinlich ausreichend für die meisten Gegner, um bis zum Ende durchzusupen, aber wenn es dann halt ein härterer Gegner kommt, wie zum Beispiel Sasuke, dann wird es schon schwieriger. Denn Sasuke hat am Ende dann im Stream gewonnen. Allerdings sind die meisten Szenen, die ich hier gezeigt habe, von Refill und Recraft her auch von Anfang August. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich in der Zeit nochmal verbessern können, spielt auch noch nicht so lange MC. Und man muss sagen, er spielt ja auf etwas, was so ein bisschen dritte Welt Bambusrechner-mäßige Sachen der 90er Jahre waren. Also sein Rechner ist auf jeden Fall, sein PC, ja so Steinzeitmodell, und dafür so einen Skill an den Tag zu legen, ist der Wahnsinn. Gillette-Modell 2 rasiert zwar nicht ganz so scharf wie das erste Modell, allerdings ist es subtechnisch eindeutig besser, weshalb es dann insgesamt zu einem Punkt mehr führt als noch bei Modell 1 Hiroko.
Er von sich selbst sagt er natürlich, er ist ein bisschen schlechter als Hiroko, kann ich in Sword auch absolut nachvollziehen. Vielleicht ist es sogar inzwischen in Soup ausgeglichen, man weiß es noch nicht. Man versucht da mal bei Hiroko irgendwie ein Update rauszuleiern, aber auf jeden Fall, insgesamt musste ich ihn jetzt im Moment besser bewerten, weil einfach der Soup-Skill höher ist. Und mit 56 Sword-Punkten, denke ich mal, ist da die Rasur trotzdem immer noch schön glatt. Ja, das war's dann auch von diesem Bullshit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann später. Und mit später meine ich tatsächlich heute Abend, denn ich versuche mal zu streamen heute Abend. Das wird allerdings nur so ein einstündiger Teststream oder so sein, wenn überhaupt. Mal gucken, wen ich mit dabei habe. Auf jeden Fall hatte ich das um 9 Uhr vor. Könnt ihr mal vorbeigucken, aber interessanter wird es erst nächste Woche, weil ich habe eigentlich vor, nächste Woche Freitag wesentlich länger zu streamen und dann auch vernünftig und nicht nur zum Test. Und dann gucken wir mal, vielleicht wird es ja ganz lustig, mich ein bisschen rumnuben zu sehen.